Und dann bin ich schon wieder vorbei mit der Runde. Richtig. Können wir eigentlich einen Juke auf den Zylon werfen? Gut wär's, aber. Der wurde ich doch weiß schon nicht. zerschossen. Ja. Das Schiff hier schießen nochmal. Ja, anscheinend ist er nicht gründlich genug. Ja, auf dem Rebel Base, da können wir doch noch Sachen gegen ihn machen. Ja, aber dann müssen wir erst wieder aktivieren. Das war ja letztes Mal irgendwie nicht so der Knüller. Also Rebel Base war total schwachsinnig, oder? Überhaupt beide ja, Base-Varianten. Halt ja, es ist halt sehr situativ, glaube ich. Du hast jetzt wahrscheinlich eine useless Super Crisis Karte, du könntest die halt verwenden, theoretisch. Ich ziehe es erstmal noch. Warte. Ja. Und dann spiele ich die. Das klingt gut. Ich habe leider nichts zu supporten. Das hier kann gemein sein. Wenn ihr die Raider, wenn ihr das mal anschaut, to Raider and activate them. Du könntest zwei zivile Schiffe damit instant zerstören halt. Ja, richtig. Also, das ist schon nicht so schlecht. Als Zylon. Ist auch als Mensch, finde ich gut. Vier Viper, das heißt 8 Aktivierungen. Also viermal starten und aktivieren gleich ist auch gut. Naja, dann besorge ich uns jetzt erstmal ein bisschen was zu futtern, ne? Ja, dann würfel mal gut. Also 6 oder höher. Einfach, für eine Super Crisis ist ein schlechter Tausch, würde ich sagen. Ja, ist halt so, du hast jetzt ja 2 gezogen. Wenn jetzt noch sehr gut. Drei, jawohl. Ist halt vielleicht eine, die du eh nicht ausspielen willst. Ja. Und dann. Gut, kommt raus, ne? Karte muss aus dem Spiel raus. Jo. Okay, ja, das war gut. Geschafft, gell? Ja, ja, er hat eine 6 gewürfelt. Ja, genau. Aber sicher habe ich das geschafft. Was soll die Frage denn überhaupt? So, Crisis Card. Okay. Ein letzter Cocktail. Und ich ziehe nochmal eine Karte, ne? Ich ziehe jetzt mal eine. Also, wenn wir den. In der Luft sind verwirrt. Jups. Ist das nur bei wo mir denn? So? Welche wo? Denn? Was denn? Um Erik, ich habe eine Karte in der Luft kleben. Pink? Okay. Weg ist sie, okay. Du hast gerade eine Karte hier. Ja, die ist die jetzt auch. Die klebt bei mir in der Luft hier. Also wenn wir den machen, glaube ich, müssen wir ihn auch schaffen. Sonst lohnt es sich halt nicht, aber. Ja, den schaffen wir schon. Ich habe nichts zum Beitragen. Ich kann das viel. Das Raider-Symbol da unten. Also, das links da wird das Symbol. 6. Das heißt, dass er aus der letzten Erweiterung ist, aus der also, Götterdämmerung. Ich möchte gerne was spielen wollen. Ja, man. Ja, warte mal, du müssen wir entscheiden, was gewählt wird davon. Welche Option. Wir machen, ja. Also, wir machen das. Ich bin raus. Ich bin auch raus. Ja, ich nicht, okay. Deswegen machen wir das. Okay, na gut, dann. Damit es einfacher wird, würde ich sagen. Dann also, mach das. Was praktisch, ja, du musst ansagen, gell? Ach. Egal. Legst jetzt. Jetzt. Ja. Also, du willst was spielen, spielen, musst du sagen, weißt du dann? Okay. Um 4 okay. zu sinken. Das heißt, wir bräuchten noch 3. Aber was macht nochmal jetzt waghalsig? Dann ziehen wir jetzt rechts unten Treacheries gleich. Ja, 2 Karten und die werden im schlechten Fall aktiviert. Wenn eine 0 kommt, dann wird das aktiviert, was draufsteht. Genau, die zählen aber nicht zum Skillcheck. Richtig. Richtig. Ja, dann mache ich den alleine, wenn ihr nichts dagegen habt. Das ist ein Dreier-Check, oder wie? Ja. Du bist auch als letztes dran, oder? Nee, wer ist als letztes dran? Ich. Darf ich kurz was fragen vorher noch? Wie ist denn das? Es gibt ja zum Beispiel die Karten, wo du Raider in Front of Galactica stellen musst. Was ist denn, wenn jetzt das. Ach, na gut, nee. Ist egal, dann werden die ja kommen. Ja, alles gut. Ja. Wer fängt denn jetzt an? Der neben mir. Die Dose. Ich lege nichts. Warte mal, ich mach die 2. Hm. Wenn wir jetzt knilscht dran. Ja, ja. Ich überlege halt gerade, ob Leadership und Tactics kann halt kommen, oder? Laut meinem Zählen. Ich bin mir also blau ist auf jeden Fall raus. Bei dem Rest ist alles einmal raus. Es kann theoretisch alles kommen noch. Aber da blau raus ist, ist es eher schlecht für uns, denke ich. Also du musst mit 2 Schlechten halt rechnen, Erik. Ja, ja, ich habe nichts. Ich könnte auch noch da negativ reinlegen. Ich habe nichts positiv zum Beitragen, aber ich spiele eine Karte. Weil ich denke, das ist in der Situation, also die ist nicht positiv, aber ich glaube, die ist auch nicht so schädlich gerade zu der jetzigen Situation. Würde ich jetzt mal behaupten. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ja, ich warne mal vor, ja, ja. Ich denke, das ist in der Situation ist nicht so schlecht. Was halt bessere Informationen für uns wäre, hast du positiv beigetragen, hast du negativ beigetragen? Ich habe keine positive Karte gespielt, aber der Wert ist hast du unerheblich. Also,
Also ich sag mal so, wenn du was gespielt hast, was dafür sorgt, dass Karten discarded werden, dann sperre ich dich ein. Nein, das habe ich nicht. Ich kann mir vorstellen, was er gespielt hat. Ich habe die einfach gespielt, um die Lust zu bekommen. Weil ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Wir brauchen keine Hilfe, Eric, oder? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich leg nichts. Jetzt ist die Frage, ob das dieselbe Karte ist, die ich hier auch habe, die er gespielt hat. Und ob ich glaube, ihr müsst die Formulierung echt vorsichtiger sein, weil manche Karten kann man sehr gut einschätzen sonst. Ja, es ist klar, okay. Nee, ich mach nichts. Dann darf unser Zylon-Freund, wenn er möchte. Ja, ich supporte das natürlich, genau. Eigentlich darfst du halt nur sagen, so du hast, wie viel du beigetragen hast. Ja, genau, nicht andere, weil das sind schon zu viele Infos, denke ich auch. Tut mir leid. Jo. So, fertig, gut. Dann schauen wir mal. Wir haben. Ich habe mal eine Frage. Skillcheck-Karten werden nur einmal ausgewählt. Ja. Zweimal dieselbe drin, nicht wird die nur einmal gemacht, ne? Richtig. So, wir haben 4. Leute. Wir haben 9. Ich glaube, ich habe einen Bündeten, oder? Oh, und wir haben 2. Und wir brauchen 3. Habe ich mich verzählt? Nein, wir haben wirklich nur 2. Also ich habe auf jeden Fall einen Verbündeten in der Flotte. Nee, warum? Es haben doch mehrere angekündigt, Karten zu spielen, die sie loswerden wollen. Also okay. Muss nicht dringend sein. Also haben wir jetzt einen Einheits-Skill-Check. Darf man das in Kombination? Die beiden, also die blaue und die grüne? Ja. Die hier und die? Okay. Ja, aber sonst würde die hier sagen, dass da nur einer von gespielt werden darf. Ja, irgendwas okay. Dran, ne? Okay, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Dann müssen wir jetzt den ganzen Quatsch aktivieren. Wir haben eine Karte geschafft, jawohl. Ich warte mal, wir haben vorher noch Reckless. Das heißt, ich stecke mal die erste unten auf. Und das ist eine 0, das heißt, sie wird auch aktiviert. Unabhängig davon, ob die im Skillcheck liegt oder nicht. Das heißt, ein Zivilschiff kommt hinter die Galaktika. Und dann wird noch eine zweite aktiviert. Und die besagt, dass... okay, jeder menschliche Spieler zieht eine Verratskarte. Und wer ist gerade dran? Zwei Zylonen kommen nach vorne. Dann musst du auch eine Mute in die Karte ziehen. Bitte, wir müssen es nacheinander abhalten, Megikus. Sonst ja. Lass uns beim ersten Mal die Touchy-Karten ziehen, dann haben wir das fertig und dann machen wir den Rest. So, wieso ja, genau, also du musst da eine Mute in die Karte ziehen. Ich muss anstatt oder auch? Auch. Each human player also, one Touchy-Card. Okay, und jetzt noch eine... Wo steht das denn? Der Touchy-Karte. Oben. Hä? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Was macht ihr gerade? Also, ja, hast du dich schon gezogen. Die Dreckliste-Teil ich suche die Unity-Card. Hier unten. Das gibt aufgedeckt da unten, okay. Ja, das haben wir als erstes gemacht. Und da wurde einmal ausgelöst ein ziviles Schiff hinter die Galaktika platziert und einmal jeder menschliche Spieler zieht eine Treachery-Karte. Ja, genau. Wo ist die Karte denn? Treachery-Karte ist hier, sind Verratskarten. Eine Mute nicht für den Current Player, oder? Ja, genau, hat er gerade gemacht. Habe ich schon gezogen. So, okay, dann lass weiter abarbeiten. Hat jeder eine Verratskarte gezogen? Also jeder außer Chris. Ja, gut. Ich habe. Okay, dann halt. Moment, dann, okay. Ja. Erik kann ja wählen, welche da Reihe nachkommt. Ich weiß nicht, ob das hier einen Unterschied macht bei denen, aber theoretisch kannst du ja wählen, was zuerst gemacht wird. Ist ja egal. Ich glaube, die müssen eh alle, sie schließen sich nicht irgendwie aus, von daher. Das haben wir schon gemacht, oder? Nee, das haben wir nicht gemacht. Nein, das muss nochmal gemacht werden. Ja, gut, dann machen wir das. Also wird das denn, war das jetzt eben wie unten noch eine, wo die auch zweimal platziert werden? Also dann werden 4 platziert? Nein, es wird jede nur einmal abgearbeitet, es sei denn, die wird unten aber eine Skillcheck und eine hier unten eben waghalsig. No. Ja, genau. Waghalsig. Dann wären es ja 4 Schiffe, das ist ja mein Punkt. Warum 4? Nein. Ach, das ist aber zweimal die gleiche. Okay. Das ist die gleiche, die wird nur einmal oben abgearbeitet. Wenn die unten gekommen wäre, dann wäre das beides mal ausgeführt worden. Nee, ich habe jetzt auf die geguckt. Ich habe aber 2. Achso, ja, da ist nur eine. So, gut, das Schwierschiff habe ich gemacht. Ja, die anderen beiden kann. Okay, das Schwierschiff ist gemacht, dann das schon mal weg. Macht keinen Unterschied, glaube ich, die müssen nicht aktiviert werden. Der coolen Player sagt immer an, wie das dann aufgelöst wird und was gemacht wird. Weißt du, und dann machen wir jetzt die hier. Da kann ich die ja schon mal wegnehmen, weil die doppelt sind, ne? Genau. Ich habe immer noch so, und dann bleibt nur noch die letzte übrig. Dann bleibt die und dann, das heißt, ich gehe in den Urlaub. Du gehst in die Krankenstation, ja. Ist das Nils?
Ich habe die Karte mit Treachery immer noch nicht gefunden. Wo war die denn? Hier sind die Treachery-Karten. Die Karte, wo das draufsteht mit dem Ziel, ist hier. Ach, richtig. Okay. So, also wir hatten jetzt zwar viel Negatives, aber ich glaube, die Treasury-Karten, das wurde ja teilweise angekündigt. Und die gelbe könnte das nicht gekommen sein. Also, es war halt zu viel Information wahrscheinlich, also, ja. Ich weiß halt nicht, ob mir das alles so legit gefällt, ja. Und ich bin auch nicht überzeugt, ob dieses Treasury-Karten abwerfen oder das Reckless machen wirklich so sinnvoll ist. Du, mir gefällt es auch nicht. Weil es ist halt so ein bisschen, naja. Aber Nick ist aus dem Destiny-Freunde. Guck mal hier, ist das richtig so? Hier ist irgendwas falsch, oder? Ja, ich habe die zur Seite gelegt damit. So. Hier ist die Kartenlese konnte. Ja, ja. Es war halt schon ziemlich knapp, was ihr da gerade gemacht habt. Es war auf jeden Fall knapp. Mein Base-Star schießt jetzt? Nee, kann er nicht. Das heißt, jetzt würde der beim Base-Star schießen. Passiert da was? Geht der Marker halt? Der spawnt der zweite Base-Star. Der spawnt dann bei dem Symbol? Nein. Schau mal, hier jetzt, ich erklär's, ja? Hier, das ist jetzt aktiviert. Das heißt, einen Base-Star musst du auf dem Brett hier platzieren. Da musst du würfeln. Auf die 1. Und jetzt musst du den Pursuit-Marker 1 nach vorne bewegen. Der ist gelockt. Jetzt. Das war Sabotage mit dem Locken. Und ihr müsst jetzt ein ziviles Schiff noch platzieren, oder? Genau, du musst dem Kackern sagen, er muss ein ziviles Schiff platzieren. Ja, du musst ein ziviles Schiff platzieren. Am Arsch. Ich setze eins nach zwei. Was ist mit dieser Karte? Was ist mit der eine hier oben eigentlich? Wo kommt die jetzt her? Keine Ahnung. Hab ich die nicht aufgedeckt? Ich dachte, ihr habt da alle aufgedeckt, oder? Ich bin sicher, dass ich alle aufgedeckt hatte. Ich glaube, du hast vergessen. Und neue zivile Schiffe dürfen nie da sein, wo schon welche gestanden sind. Ist jetzt egal, oder? Gehört die? Ja. Wir haben mehr gewonnen, oder? So, gibt's noch irgendwas oder können wir weitermachen? Proben wurde gemacht. Kann weiter gemacht. Dann ist die Karte fertig, geht's weiter. Sag mal, wenn ich so zwei Raider hier einzeln stehen habe, ist das ja eigentlich ein Nachteil. Wenn es so ein Raider-Symbol kommt, geht der Marker hier nicht. Ja, genau, ne? Deswegen war das vielleicht auch die Überlegung, manchmal Karten zu spielen. Du kannst am Ende doch runter, ne? Also. Ja, ich wollte nicht mal, wenn ich es weiß. Jo, wo stehst du denn? Waffenkammer. Also möglicherweise wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, irgendwie unser Kartenvorrat aufzufüllen. Weil ich glaube, jetzt ist ja gerade nicht so die Riesenbedrohung vorhanden. Also oder war auch was zu scouten oder so? Ich will für mich aus der Sickbait so, damit ich auch meinen Kartenvorrat aufzufüllen. Naja, das wäre auch gut, aber da müsste er natürlich die passende gezogen haben. Und in Grün kann er bloß eine ziehen. Ja, eine reicht mir auch. Ich kann das sonst dann auch machen, falls er jetzt was Sinnvolleres zu tun hat. Ja, ich sag mal, jetzt ist ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall, da ein bisschen hinzuarbeiten. Und ich kann auch mit den Quorumskarten auffüllen und vielleicht mal ein bisschen mit den Ressourcen was hochbringen, ne? Also ich wäre halt wirklich dafür, dass ich halt, wenn wir die Mission machen wollen, muss ich einer da hinstellen und dann machen wir das mit Executor. Ja, das ist dort wer halt. Und dann machen wir direkt die Mission danach, weißt du? Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, wirklich danach zu schauen, was drin ist. Wir müssen halt einfach hoffen, glaube ich. Ich glaube auch, wir würden das nicht so einfach. Dann würde ich sagen, ich gehe hier rüber und mache die Captain's Cabin dann. Das wird was Sinnvolles sein. Wenn du rübergehst, kannst du vielleicht auch überlegen, was anderes zu machen, dann kommen wir mit Executive Order an. Weißt du, wie ich meine? Das ist vielleicht effizienter. Ich weiß nicht, was du noch hast. Aber Captain's Cabin ist doch gut, dass wir Karten ziehen können. Aber wir müssen es, glaube ich, zweimal machen, damit wir genug haben. Glaube ich nicht. Okay. Wenn du sagst, einmal reicht, dann vertraue ich dir dann. Okay. Also ich will dafür mich rausholen. Ja, das kann ich machen, wenn ich dran bin. Ja, aber dann darf man weniger ziehen. Stimmt. Ja. Also ich gehe jetzt rüber. Und dann musst du Karte abwerfen. Und dann werfe ich eine Patrick-Karte ab. Dann, ja, passiert nichts, genau. Genau. Und dann mache ich hier die Action. Und okay, dann wähle ich blau. Also Engineer. Okay, das heißt alle auch Christoph ziehen. Wie viel dürfen wir denn ziehen? Eine jeder blaue. Eine. Zehn Stück darf ich der Hand haben, ja. Warte mal, ich darf auch eine blaue ziehen, richtig? Ja, du darfst auch. Aber es ist eine blaue, habt ihr gesagt? Ja.
Sind wir gerade 2 Minuten weg, mach mal die Zylonen bitte. Ja, dann kommt jetzt die Krise zwangsläufig, oder? Ich muss noch was abwerfen. Am Ende vom Runde ganz. Ja, nach dem Skillcheck. Zweifel, wenn jetzt einer kommen sollte. Ja. Dann kommt jetzt erstmal die sind gerade richtig. Ja. Steck auf. Gelb und grün. Aktiver Spieler entscheidet. Was gibt's denn da? -1 Moral oder 9 erreichen? 9 erreichen wäre gut. Aber ich habe leider nichts zum Beitragen. Ich hab gut zum Beitragen. Also Medikus hat gerade eine blaue gezogen, das müssen wir bedenken, dass er negativ beitragen könnte. Ja. Wollen wir. Ja gut, aber Bier kann er und Erik können ja da wahrscheinlich anders. Ja, aber eben, also wenn, dann sollten wir halt den auch wieder schaffen. Aber ich kann nur so mittel beitragen. Also ich kann gut beitragen. Mittel und gut. Und ich weiß nicht, ich könnte jetzt nicht direkt was beitragen. Das heißt, halt. Ich habe auch nichts. Grün und gelb, ich habe nichts. Ja, also gut, zur Not, hätte ich wenig. Zur Not hätte ich wenig, wenn es wirklich drauf ankommt. Ja. Und mit wenig, mittel und viel sollte 9 ja schon zu schaffen sein, oder? Er kann halt im schlechten Falle, wenn er jetzt eine hohe Blaue gezogen hat, kann halt Medikus was dagegen legen, ne? Aber wobei, dann hat er wieder keine Karten, das ist am Ende also, auch nicht so. Er sagt gerade AFK, ich weiß nicht, ob wir warten. Ja, deswegen sollten wir kurz warten, aber. Wir warten kurz, ja. Auf jeden Fall kann ja. Ja, die Entscheidung kannst du ja schon mal machen. Also ich sag auf jeden Fall, wir es machen. Ich denke, wir schaffen wir. Gut. Dann lege ich schon mal die 2 Karten hoch, wenn keiner was spielen möchte. Wie, wir wollen keiner... Will keiner was reinlegen, ne? Doch, aber wir warten auf Medikus. Keine Reckless-Karte, dass die Destiny-Karten nicht dazukommen. Ach so, okay. Meine ich das. Sie müsste ja vorher spielen. Du wieder da. Wir haben diskutiert, damit du gleich den Informationen. Ja, ich hab schon mitbekommen, ruhig weiter. Okay, also soll ich jetzt mal, ich muss ja anfangen, soll ich jetzt wenig spielen oder schafft ihr das für 2 mit vielen Mitteln? Sonst spiele ich halt wenig. Müsstet ihr entscheiden. Was... Wegen Medikus. Gut. Dann. Also, ihr müsst halt -5 rechnen, also ich glaube, kann passieren, der. Also durch den Skill, das Ding. Und, Ja gut, im negativsten Falle halt, ne. So 17er Skillcheck könnte das halt schon sein. Ich weiß nicht, ob das halt für 2 Leute zu viel ist halt, ja. Ja, ich leg noch wenig mit. Es ist halt wirklich nur wenig, aber ich leg die mit. Karte. Ich leg nichts. Ich trage noch wenig bei. Ich leg nichts. Dann sollte das jetzt zu schaffen sein, im besten Falle. Jo. Das war's. Hier lege ich gerade meine Karten noch. Team. Okay, fertig. Ja. Gut. Dann haben wir 3, 5, 6, 8, 12. 9, 10, 12, 15. Wir haben alles geschafft. Wir haben nichts, was im Skillcheck ausgelöst wird. Und die blaue ist sehr wahrscheinlich vom Destiny-Deck gekommen. Das heißt, kommen die Raider? Die werden aktiviert, ja. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, dass die 2 da stehen. Nach unten fliegen die. Richtig. Und einmal Sprung weiter. Die Karte gut. Frag mich, ob der Captain von diesem zivilen Schiff auch der Meinung ist, dass es nicht schlecht war. Wird nicht gefragt. Ja, genau, der wird nicht gefragt, dann nimmt es einfach hin. Und die können sich sich jetzt auch nicht mehr. So, dann bin ich dran. Dich, ja. Alles gemacht worden. Okay. Also ihr könntet auch, wenn ihr Vipers startet, kann ich gleich einsteigen und schießen, weil ich dann noch eine Aktion kriege. Ja, yeah, mal gucken, was ich da ausspielen kann und was nicht. Also ich würde halt Mission. Wollen wir die jetzt machen, oder? Ja, ohne Alternative. Ich sag mal, wenn ich jetzt wann dann. Sehen gut aus.
Ja, blaue habe ich nicht. Aber darf ich das überhaupt so sagen? Wahrscheinlich darf ich es nicht sagen. Oder? Wenn du vorher sagst, was der Plan mit dem blauen ist und sagst, es sieht gut aus, glaube ich, zu viel Info und Kombo. Ja. Weil wir wissen ja alle, wonach du suchst mit blauen. Und dann wissen wir auch, was gut ist. Aber ich glaube schon, dass wir, also jetzt, ich habe eine volle Hand, Birdus hat gerade gezogen, Nies hat auch gut Karten, Chris hat nur eine zum Negativ spielen, also ist vielleicht, wenn wir eine Mission machen wollen, jetzt ein guter Zeitpunkt, Nils, oder? Nils hat gut Karten, hast du mal aufgepasst, was ich in letzter Zeit gezogen habe? Ja, nee, ich sehe aber nur, dass du viele Karten hast, ob die gut sind, weiß ich nicht, aber... Eine blaue wird er ja haben. Ja, du hast Treasury-Karten schon, das ist mir schon klar, dass du auch mehrere hast. Aber ich würde dann sagen, dann mache ich das jetzt mal, dann spiele ich, oder mal, wer steht da drüben? Bierdose. Mir. Was möchten Sie von mir? Dann würde ich sagen, spiele ich mal eine Executive Order in der Hoffnung, dass du eine Mission aktivierst. Ich will raus. Lass mich doch raus. Ja, aber es kommt ja noch jemand dran danach. Der kann das ja auch noch machen, nach mir. Sind noch zwei Spieler dran. Rita. Ja, Bierdose, genau. Ja, gut, dann bewege ich mich hier rüber. Ne? Und Finale. Wir halt dann die. Aber warte mal, ich möchte nochmal, ich weiß nicht. Ich möchte nochmal. Ja. Ja. Okay, dann ziehe ich eine. Die erste Mission, die wir schaffen. Bin gespannt, was es wird. Soll ich es aufdecken für euch? Ja, okay. Wäre gut. Detect in the Colony, was gibt's denn da? Das ist doch geil. Ein Base da weniger. Also, das heißt, eine Zylonenflotte wird ja removed. Heißt es jetzt endgültig oder was? Für immer, oder? Ja, from the game. Ja, das klingt sehr gut. Da ich meine, hier ist nur noch ein Base da statt zwei. Ja. Wenn du das lesen musst, da schreibt mir für einen 14er-Check ein bisschen heftig. Finde ich sehr gut. Was bedeutet das denn dann sonst? Denn du move von Base da from the game. Ja, ja, ich würde auch sagen, dass die halt das Gameboard und das Zylonen-Gameboard unterscheiden. So wie die Anleitung das macht. Nein, das ist, aber das Problem ist, dass ich weiß, das Board ja. Das ist ja nicht, das optional ist. Das bedeutet, richtig. Die Karten kannst du auch haben, ohne dass es das Zylonenboard gibt. Ja, kann sein. Also du liest es doch auch so, remove from the game. Ja, ja, das klingt für mich endgültig. Ja, also ja, das klingt nur für so einen Spiel... Check völlig unbalanced, ehrlich gesagt. Ich guck mal gerade nach. Ja, aber es sind halt auch Farben, die halt oftmals nicht so vertreten sind. Ne? Also gerade Rot ist meistens selten. Lila, okay, das geht schon. So. Die sind halt stark, die Missionen. Ja, aber die kosten normalerweise auch 20 Punkte, ne? Da sind wir gerade ein bisschen überrascht nur. Ja, aber da haben die mehr Farben, wenn die so viel kosten. Haben die drei oder teilweise sogar vier Farben, wenn die so teuer sind. Ja, gut. Also ich kann auf jeden Fall sehr gut beitragen, wenn wir den logischerweise bestehen wollen. Ich kann wenig bis Mittel beitragen. Nur unter Bedingungen, dass ich dann rausgeholt werde. Also Blau ist ja wahrscheinlich einmal raus, das ist schon mal gut aus dem Destiny-Deck. Ich würde also gerne etwas vorher spielen. Oder nicht? Also ich würde gerne vor etwas spielen. Das kannst du nicht, glaube ich. Also alles, was irgendwie den Check vereinfacht, gibt bei solchen Karten nicht. Das heißt, wir könnten das mit den blauen Karten gar nicht machen. Dann geht das gar nicht mit den blauen. Was? Gott. Nee, das stimmt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, geht das nicht. Voll schlau. Aber es ist, okay. Denke ich, nicht so schlimm. Also ich könnte schon sehr gut beitragen. Okay, dann war der blaue Plan ja total nutzlos von mir. Ja, aber das können wir halt dann bei anderen Krisen, wenn es mal eng wird oder so, geht es ja immer noch möglicherweise. Ja, aber... Ja, das haben wir uns alle nicht mitgedacht. Für das hier war es blöd, ja. Da muss man wahrscheinlich eher so gelbe oder so machen halt. Nee, da kann nicht manipuliert werden, weder von Charakter noch von Fähigkeitskarten. Ja, aber gelben, die gelben können ja, sind halt häufiger. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oh Gott. Ja, gut, Fabian, du wärst der Erste. Ja, ich leg nichts rein. Ihr müsst jetzt halt alles investieren, oder? Weil das ist schon krass. Ich hoffe mal, ihr habt genug. Warte mal, ich leg noch zwei dazu vorher. Wo kommen die denn hin? Ja, leg die oben mit dazu, wo wir immer auszählen. Dann leg ich die Reihenfolge. Dann auch sagen, wie viel ihr halt beigetragen habt, damit wir so ein bisschen Überblick haben. Das war wenig. Unser Zylonenfreund, möchte er was spielen? Ja, ja, ich spiele auch eine. Du spielst deine blaue Karte, die du vorhin gezogen hast. War auf jeden Fall nett von euch, mir die zu geben. Nochmal danke. Ja gut, vielleicht hast du ja 0 gezogen oder 1, weiß ja keiner. Aber. Ein bisschen müssen wir, glaube ich, halt hoffen. Aber ich. Gut. Ich habe gerade ein bisschen. So, jetzt wieder. Was mache ich denn da? Aber es liegt nicht an mir, der Deck, oder?
Nee, das war, glaube ich, irgendwie meine Schuld gerade. Komisch. Also, okay. Wie viel hast du gespielt, Eric, jetzt? Wie viel ungefähr? Ich habe wenig bis mittel, je nach Definition. Oha. Ich spiele dann wenig. Ja, ihr müsst schon spielen, was ihr könnt, gell? Also muss ich jetzt super viel spielen, wenn wir jetzt dreimal wenig haben. Das ist eigentlich nicht mein Zuständigkeitsbereich. Also bin ich jetzt mehr oder weniger allein dafür verantwortlich, ihn zu schaffen, oder nicht? Diese Farben sind nicht meine Farben. Ich hab alles reingelegt, was geht. Also. Ja, dann spiele ich jetzt auch. Ich hatte da so einen Plan, der nicht geht. Oh Gott. Das war so, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Okay. Fail passiert jetzt gleich hier. Wahrscheinlich mit 20. Also, Punkten. Wenn der Fail kommt, dann weine ich. Das war sehr teuer dann sonst. So, wir haben 4. Wir hast haben. Okay. Ja, hatte ich. Wir haben 5. 6. 4. 10. 16. Oh, das waren viele. Oh. 18. Oh. 20. 24. Nice. So, wir haben die auf jeden Fall geschafft. Moment, was haben wir jetzt alles zu machen? Wir haben, ja gut, 25 sogar, weil die Queen ist hier dann positiv. Und wir haben noch die Karte. Genau, das haben wir. Oder? Ja. Ja. Und die kann der sogar piloten dann, oder? Ja. Kann ich direkt einsteigen. Richtig. Dann wähle ich jetzt mal unseren Angriffsraptor. Da kann sich gerne unser Pilot gerne reinsetzen, wenn er möchte. Und dann hast du sogar eine Aktion dadurch, ne? Da steht aber Viper. Ist egal, das wird als so behandelt. Ach so, in den Regeln okay. Drin. Willst du den nicht bei 4 reintun? Oder bei 2, okay. Ich dachte, dass du gleich evakuierst, im besten Fall, dann fliegen die weiter und so war jetzt mein Plan. Gut, weil da hast du ja direkt eine Aktion, da kannst du ja direkt aktivieren, evakuieren. Evakuiere ich das Ding noch. So, darf ich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass ich wieder rausgeholt werden möchte? Ja, Moment, wir haben jetzt unsere positive Aktion noch von dem gewonnenen Skillcheck. Das heißt, einer auf Kopf vom Board runter. Ja, nee, ja. Auch. Und alle weg, oder? Also einer, genau, die hinten, einer also die kommt beide runter und einer wird ganz immer und ewig zerstört. Ach, da kommen die beide sogar weg, okay. Also ich glaube, der wegkommt halt, das weiß ich nicht. Wieso? Weil... Remove all base stars from the board. Aber ich weiß nicht, ob das sagt, die verschiedenen oder ob es nur auf einen bezogen ist, aber gut. One from the game, denn... der ist halt in der Gamebox laut der Anleitung danach. Ja. Die sind schon weg. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde die Karte völlig überpowered, also... Die ist schon sehr stark, ja. Die Galaktika jetzt wegnehmen würde. Also das ist aber das hat mir auch wehgetan, so reinbuttern zu müssen. Da haben wir auch viele Karten reingebuttert, ne? Also sehr gute Karten vor allen Dingen. 14 zwei Check, Züge verschwendet. Da steht in keiner Relation zu dem, was er bringt, die Kosten. Ja, aber guck mal, zwei Züge verschwendet für Demetrius und dann noch... Ja, gut, das hat ja bei jeder Käse gemacht. Das war ja unnötig mit dem Cabin. Ja, das wussten wir ja nicht so. So, Krise kommt die Runde nicht. Ich würde nur sagen, die Karte völlig unbalanced ist. Dafür ist halt ein bisschen random, das ist halt auch dabei in dem Spiel, gell? Das ist halt ja, so. Ja. Ja, aber das ist schon sehr heftig, das Random an dem Ding. Fabian, du bist dran. Also wir können ja dann auch Custom balancen irgendwann, aber ich würde sagen. Ja, halt da fehlt die Erfahrung noch, glaube ich. Ich würde mir vorstellen, wie die Zukunft das im Hinterkopf halten, weil die Karte drin ist, dann. Ich meine, der Zylon ist verkrüppelt. Der wird mit einem Base da halt nie wieder eine Flotte aufbauen, die sinnvoll ist. Ja. Das ist halt quasi, der Kampf ist vorbei, der muss das jetzt irgendwie anders gewinnen. Ja, indem er noch in der Galaktika jetzt wäre, könnte er vielleicht noch Schaden mehr machen. Ich sage halt nur, also solche OP-Karten sind ein bisschen, also mir gefallen die nicht. Unabhängig davon, welche Rolle ich jetzt spiele. Steht denn eigentlich bei dieser Karte auf Deutsch drauf? Steht das da noch anders, aber wahrscheinlich auch nicht. Ja, das englische Wording ist wahrscheinlich genauer als das deutsche. Ich denke mal. Ich habe eben da alles nochmal nachgeguckt. Also vom Wording her ist sehr deutlich, dass er wirklich raus ist aus dem Spiel der Base. Ja, also ich finde das kann halt, ja, man kann ja. Medikus, man ich würde ja jetzt mal abwarten und ich würde ein paar Spiele mal machen. Okay? Müssen wir, glaube ich, auch, ja. Ich glaube, es ist halt zu früh zu sagen, weil du bist ja jetzt auch in dem Spiel, sind wir auch noch zwei Sprünge länger unterwegs. Ob dann, wir haben jetzt das Fuel-Problem bald wieder und sowas. Richtig, ja? Ja. Also ich glaube, da gibt es halt schon noch ein paar Sachen, die nicht so einfach sind. Wir haben jetzt auch gerade die einzige Karte, wo wir nach Fuel scouten können, lag mit drin in dem Check jetzt. Also die ist jetzt auch erstmal raus. So, unabhängig von dem, was du ja gesagt hast, glaube ich schon, dass ein Base dafür 14 ziemlich hardcore ist. Das ja, hat ja, mit dem klar, das, aber es ist halt auch Glück immer halt. Ja? Man muss, wie gesagt,
Ich würde es mal so lassen und man kann dann halt nach dem Spiel oder so, glaube ich, darüber diskutieren, was wir halt noch verhalten können. Man kann das ja irgendwie balancen, dass das nur bis zum nächsten Sprung raus ist oder bis zum übernächsten oder irgendwie. Ja gut, dann ist es wieder zu schwach. Ja gut, das müssen wir halt einfach schauen, glaube ich. Wir können es jetzt erstmal so lassen und gucken, aber ich sage halt nur, die ist schon sehr stark. Ja. Eine Moral oder so, das ist völliger Käse. Ich würde halt mal schauen, ich würde es halt erstmal abwarten und schauen, wie sich das auswirkt. Ich weiß es jetzt. Okay, bis dran. Ja, Was ist denn an steige ich hier unser Apollo auf den Kopf? Macht er Kopfstand oder was ist mit dem los? Das ist, weil der draußen ist. Ja, ich weiß ja, aber ich stelle den mal raus, sonst wird das bloß. Zumindest. Was ist denn an diesem Angriffsraptor eigentlich besser? Schießt er besser oder? Der ist viel schwieriger zu zerstören, wenn du hier in die Tabelle reinschaust oder auf dem Board guckst. Ja, der wird nur bei 7 bis 8, der wird direkt zerstört. Aber halt nicht bei 5 und 6 wie ein normaler Viper. Und er kann auch, beim Angriff glaube ich nichts anderes. Oder? Und der bleibt draußen beim Sprung. Du kannst da drin bleiben, musst nicht in den Hangar zurück. Das ist auch noch sehr gut. Wir müssen jetzt nicht irgendwie schnell was evakuieren oder so, oder? Nö, ich glaube, die Raiders sind gerade keine Gefahr momentan. Da ist ja ein Schutzschild dazwischen. Also ich glaube, wir können weiter irgendwie Karten aufstocken oder mal scouten oder irgend sowas. Oder halt Erik aus der Krankenstation holen. Ja. Ich kann eigentlich kostenlos rüberwechseln. Ich gehe schon mal rüber, stelle mich hier hin. Warum kostenlos? Läuft die Karte ab? Ja, schau dir die Karte an. Ach so. Ja. Gut, stimmt. Und dann spiele ich Executive Order auf Erik. Ist ja schön. Dann... Hast du repariert vorher? Nee, wolltest du jetzt nicht, oder? Nicht wirklich. Achso. Okay. Pech leider. Also ich habe immer am Anfang gezogen und hat dann 3 Repair-Karten. Ja, ich habe den letzten Check 4 oder 5 mal die gleiche, ja. Nur eins. Wahrscheinlich hätte ich eine aufbehalten. Und spiele diese Karte. Hast du schon eine abgeworfen für Schiffwechsel? Ah, nee, musst du nicht, ne? Genau. Kann ich ja machen, ist mir egal. Nee, musst du, glaube ich, nicht. Okay, die ist ja gut. Die ist ja richtig gut. Darf ich davon noch eine ziehen? Also das ist jetzt nicht... Nee, du darfst sogar 2 ziehen, ja. Aber macht das so viel Sinn, weil das ist jetzt quasi... Nee, er will halt nicht die Gefahr laufen, ins Gefängnis zu müssen. Deswegen, ja, aber jetzt steht doch einfach eine neue. Also es macht das... Ja, aber ich kriege ja 2 Skill-Karten dabei. Richtig, ja, kriegt 2 Karten geschenkt. Aber es gibt ja auch... Also, ich weiß halt nicht. Das gibt dann auch eine Karte, mit der du das machen kannst. Willst du nicht lieber Quorumskarten ziehen, als... Also, das ist doch nützlos, die Aktion, oder? Ne, aber man muss die ja irgendwann zwangsläufig abspielen, um nicht Gefahr zu laufen. Ob das halt jetzt oder später ist. Irgendwann muss er die ja eh loswerden. Ja, ist halt, ich weiß. Ja, er hat ja noch eine zweite Aktion. Kann er ja die zweite auch noch loswerden. Nee, er ist ja nur von... Er hat sich ja schon bewegt. Ja, richtig. Ja. So, was haben wir hier? Ich habe nichts zum Beitragen. Ja gut, dann muss halt der nächste, der Spieler, der dran ist, 3 Skillkarten. Ich auch nichts. Also in Summe macht das glaube ich auch keinen Sinn. Auch, oder? Die 3 Karten sind glaube ich preiswerter. Je nachdem, gut, zufällig, okay. Also zufällig kann halt auch viel kosten. Aber wenn wir den Check bestehen wollen, brauchen wir mehr als 3 Karten auf jeden Fall. Ja, das macht keinen Sinn. Also von daher dann weiß nicht, ob es riskiert ist. Gut, ich guck mal. Also man kann natürlich einfach hoffen, dass es halt vielleicht zwischenreicht, wenn einer nur wenig legen will, aber warte kurz, ich muss würde jetzt keinen holen. Hohes Zeug legen. Er ist eigentlich gerade dran. Fabian. Ich bin dran. Reiset halt schon viel, gell? Ja, wenn du natürlich viel Ruhe halt hast, potenziell, ne? Die Karte verliere halt, gell? So. Und wenn du zwei hohe Gelbe hast, kannst du ihn auch bestehen, dann hast du nur 2 weg. Das ist natürlich richtig, ja. Ja, aber
Also ich nicht, müsste wenn du die Random rausziehst, ob der nicht einfach trotzdem billiger ist. Ich müsste 4 Karten. Ja, ich. Wenn ich 5 Karten investiere, kann ich es sicher sehen, dass es klappt. Ja, aber 5 Karten, das ist ja Quatsch. Oder wenn du 5 Karten investieren musst, um nicht 3 abwerfen zu müssen. Kannst du auch 3 Random. Ja, gut, aber es ist halt eine Karte, die ich nicht abwerfen möchte, weißt du? Ja, okay, aber dann hast du ja, wenn du 5 Karten spielst, dann hast du nur noch 2 Karten übrig. Das ist ja dann. Bist du fast wieder blank für die ganze Runde. Weiß ich halt nicht. Aber wenn ich 3 abwerfe, dann kann ich auch blank sein, weißt du? Ja, klar, wenn du die Falschen da erwischst. Ja, musst du entscheiden, also. Ja, ich muss kurz überlegen. Ja. Weiß halt sonst nicht, ob jemand da noch leicht unterstützen kann, der vielleicht als nächstes noch Karten zieht. Muss ja dann nicht viel sein, dass du halt vielleicht nicht deine ganze Hand spielen musst. Um den sicher zu schaffen. Nee, das wird, ja. Ich weiß nicht, ich beschütze mal die Karte, ja. Ich spiele das hier. Ich mach's alleine, das ist, glaube ich, sicherer halt. Ja, Moment mal. Könnt ihr dich supporten mit einer Karte, wenn jetzt blaue Karten gespielt werden sollen? Ja, das könnte auch schief gehen. Es könnte auch gut schief gehen, Lukas, wenn du das machst. Könnte gut schief gehen. Weiß ich nicht. Also du willst ja wahrscheinlich, dass jetzt blaue Karten gespielt werden, weil sonst hättest du ja nicht gespielt, aber... Ja, aber es kann... Also, es könnte schief gehen halt. Sollen wir dir jetzt helfen? Ich bin jetzt eher als letztes dran, aber es könnte halt, ich sag dir halt, es könnte schief gehen, du kannst es machen, aber es könnte schief gehen. Du musst es selber wissen. Ich bin fertig. Also ich kann nicht als erstes machen. Ich fange an, ich leg nichts. Du musst jetzt halt schlau nachdenken, was mein Plan ist. Ich kann es ja nicht sagen. Ja. Erik? Ich lege auch nichts. Also, wenn ihr Karten habt, die nutzlos sind, dann könnt ihr die halt gerne reinlegen. Aber. Ich lege auch nichts. Dann spiele ich eine Karte, um etwas passiv zu unterstützen. Soll ich die dann aufbewahren, die eine? Ah, es könnte so schief gehen. Ich bin jetzt investiert, ich lege jetzt alles. Ja, ich weiß jetzt nicht, für drei Karten jetzt irgendwie 4 abwerfen, also naja. Ja, okay, haben alle gelegt. Wunderbar, dann schauen wir mal. Wir haben einmal, dass alles blaue doppelt zählt. Da blau positiv ist, schauen wir mal. Dann haben wir das. Da sind wir also bei 2, 4. Oh Gott. Was ist das denn? What? Ja, minus 2. Jetzt kommen 8 dazu, plus 6. Deswegen meinte ich, es könnte schief gehen, wenn du blaue legst. Hä? Warum? Ich habe jetzt doch 10 Noten. Ich spiele diese? Nee. Dann haben wir den geschafft. Ich spiele diese noch. Ja, ich habe mich vertan. Sorry, Lukas. Ja, alles gut. Ich wusste nämlich gar nicht so richtig, auf was du hinaus willst. Aber wir haben den auf jeden Fall dadurch jetzt geschafft. Ich kann sie, glaube ich, nicht spielen, oder? Doch, nachdem. Bevor Karten zu einem Fertigkeitscheck hinzugefügt werden hier. Nachdem. Nein, die lag vorher schon. Ja, also wurde die gerade nicht nachträglich gelegt? Ah, nee, die hier, die grüne. Naja, okay, die blaue lag schon. Hier vorne hat jemand hingeschmissen, bei mir die blaue. Ja, die hatte nur aufgeräumt, die lag vorher schon. Okay. So. Ich hab's jetzt nicht nachgezählt, aber... Ja, gut. Ich zähle nochmal 2, 4, 12. Moment, warte mal. Nichts verzählt, fehlt jetzt irgendwo eine Karte? Ja, warte mal, die kam später, so. 2... 4 plus 18, 12. Ja, genau. 6. Okay. Und durch die 2 gesenkt. Ja, passt. Aber schau mal, genau. Was ist mit der denn? 6? Und dann ist doch schon geschafft, oder? Was spielt ja die Karte da? Ja, stimmt. Das ist richtig. Das war nicht nachgedacht. Wahrscheinlich hat er nicht gesehen, dass Iron Will da drin liegt. Okay, also wir haben es geschafft, es noch einmal zu aktivieren. Naja, es ist ausgezählt wurde gesagt, wir haben es nicht geschafft. Deswegen habe ich dann schnell die Karte gespielt. Ja, aber... Naja, da haben wir die eine übersehen, ne? Da haben wir dann okay. Gut, ja, also wir haben es auf jeden Fall geschafft. Hand, oder? Also nochmal mit den Regeln, das ist das 8. oder 9. Mal in dieser Runde. Ist. Aber also ihr könnt es gerne wieder auf die Hand nehmen, aber irgendwann müssen wir uns auf einigen, dass wir wirklich das ist unsere Schuld jetzt gewesen. Ich meine, wir haben es ja richtig ausgezählt. Gut, der Skillcheck wurde falsch ausgezählt, oder? Schmeiß weg. Nee, ausgezählt schon, aber ich habe die eine Grüne nicht mit berücksichtigt. Ja, das ist falsch ausgezählt, oder? Also würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir haben Pech gehabt. Also ich finde es, also
Oder? Wenn halt jemand den Skillcheck falsch auszählt und dann jemand legt eine Karte, da deswegen, weil er vom falschen Ergebnis auskennt, das ist ja nicht falsch. Ja gut, stimmt auch wieder. Die Hand nehmen, aber irgendwann muss man fragen, ja, was da noch ist, nicht, wie wir noch machen wollen, ne? Weil schon die 8 oder 9 jetzt ist. Ja, ich finde, also persönlich, da ist es so, dass es ja Skillcheck ausgezählt wurde falsch, nicht der Spieler hat sich falsch verhalten, weißt du? Ja, ist schon was machen. Also, Knilch könnte jetzt auch Zylon sein und falsch ausgezählt haben, ja, dann wäre auch komisch. Es ist so, aber du kannst ja, gerne ja, ablegen. Ist Ich finde das jetzt kein Spieler falsch gespielt Sache. Also, nee, ich habe es zu vorschnell verkündet, dass es nicht gereicht hat. Vor dir. Ja, also du hast gesagt, es hat nicht gereicht, dann ja, hat ja, Erik die Karte gespielt, weißt du? Ja, ich glaube nicht, dass du halt da Erik beschuldigen kannst, dass er die Karte gespielt hat. Nee, ist korrekt. Dann nehme ich wieder auf. Also, Medikus, verstehst du schon, oder? Ja, ich würde die wegtun, aber okay, wenn ihr das meint. Also mir ist das egal, ich kann auch wegtun, ich habe da jetzt keine Schmerzen. Ja, wenn halt jemand dagegen ist, dass du wieder aufnimmst, dann würde ich sie halt wegnehmen. Ich habe nur gesagt, du machst, nimm die auf die Hand. Ich habe nur noch mal darauf hingewiesen, dass wir nicht die 10. Ausnahme jetzt in Zukunft vielleicht machen sollten. Ja, das stimmt. Da ist schon eine Grundsatz. Irgendwann ist halt echt, weißt du? Nee, ich habe ja erklärt, dass das halt nichts mit dem Spiel, ist kein Fehler von Erik war. Ich kann die Hand nehmen, habe ich nichts gegen. Dann ist ja in Ordnung. Okay, dann machen wir weiter, oder? Okay, dann. Wie ist du es dran? Moment mal, wir müssen noch die abarbeiten, oder? Ja, genau. Ja, also. Erstmal der Raider noch dazu. Und der Marker wird ein Zweiter, oder? Genau, richtig. Der Marker ist ein Zweiter. Boah, drei nur Raider. Ich würfel, wohin geht. Das ist ein 6, ne? Mhm. 6. Mit dem Begleitschutz, sehr schön. Marker wurde gemacht, sehr gut. Wenn wir es bringen, bevor das Brett zu uns kommt, geht der Pursuit-Tracker trotzdem wieder auf 0 oder bleibt er da stehen, wo der jetzt steht? Wenn wir springen, wird er auch zurückgesetzt. Okay. Der Pursuit-Maker wird zurückgesetzt, echt? Wenn man springt, ja. Weil es wäre cool zu springen, bevor das ganze Zeug zu uns. Na, wobei ist eigentlich egal. Macht keinen Unterschied. Wir sollten halt, wenn es erscheint, direkt auf die Heavy Raider irgendwie schießen. Ja, ja, die müssen irgendwann noch weg, das ist wohl wahr. Ja. Hier ist jetzt dran, oder? Jo. Was ist der Plan? Evakuieren? Also ich würde fast sagen, evakuieren, oder? Würde ich sagen, oder evakuieren ist immer gut. Das Problem ist, wenn wir Pech genau, haben, erscheinen die kommen einfach hinten. Dann. Ja, und dann ist es vorbei. Ja, das sehe ich auch so. Zumal du wieder neu platzieren musst, dann auch bald, wenn du noch einmal. Ich würde auch dorthin fliegen, dann deine Aktion machen zum Evakuieren, die du da hast. Kannst noch eine Viper als Abfangfängerjäger starten. Ich kann jetzt noch einen starten bei 2, ja? Oder bei 4? Ja. Mit dem ja, 4 wäre, glaube ich, nicht so schlau. Dann stelle ich bei 2 noch einen rein. Haben wir die Mark 4 schon, die anderen? Nee, die haben wir noch nicht repariert. Eigentlich sollte ich das mal machen, weil das ist eigentlich nee, ich bin halt Ingenieur und ich kann es ja umsonst machen. Eigentlich hätte ich mir Karten aufbauen sollen, das immer machen sollen. Ich kann es auch machen, ne? Also so ist es nicht. Nee, ich kann ja umsonst reparieren. Ich glaube nicht, dass du jemals was reparieren solltest. Aber ich glaube, bevor wir die Mark IV reparieren, sollten wir die Pegasus erstmal mindestens einmal reparieren, dass wir die wieder als Schutzschild für Schaden verwenden können. Ja. Ich habe mich jetzt so bewegt. Evakuiere ich hier noch einen. Genau. Und den Pursuit-Marker mal ganz kurz. Ich habe jetzt das Kapitel offen mal nochmal schnell überflogen, aber da sehe ich nirgendwo, dass der resettet wird, nur weil ihr jumpt. Wo finde ich das? Nein, der wird auch nicht resettet. Ich habe es auch nicht gefunden. Ich glaube, da wird nur resettet, wenn die rüberkommen, oder? Hätte ich auch gedacht. Dann müsst ihr ja auch wissen, mit dem ist ja halt ich weiß jetzt nicht, wo genau es steht halt, ja. Also, wie gesagt, ich habe das Kapitel ja jetzt durchgelesen und ich habe es nicht gefunden. Das war mein Punkt. Ich suche es halt, ja. Aber wird halt, habe ich gefunden, resettet, wenn halt die Schiffe spawnen. Ja, das ist klar. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Ich denke auch, dass es nur da ist, weil sonst könnte man ja, wenn man Glück hat, würde der ja nie rüberkommen. Ja, ja, eben, das denke ich auch. Die Mechanik ist so ausgelegt, dass es immer irgendwann kommt. Echt, dann habe ich das auch immer falsch gemacht halt. Naja, ich glaube, meistens war halt das Ding, dass da die Flotte schon auf dem Brett war, komplett, und dass er da wahrscheinlich unten bei 0 stand. Das Einzige, was halt so gibt, was ich gerade gesagt habe, das ist der Text hier. Und da ist halt... genau. Würde ich auch so rauslassen. Daher, glaube ich, bleibt er schon erhalten. Ich würde sagen, wir machen den Test. Ja, es sind ja die gleichen Farben wieder wie gelb und grün. Wie ist denn die
der Beitrag? Wer wäre denn damit bei? Ich könnte Mittel beitragen. Zur Not habe ich auch Mittel, aber muss Mittel, nicht unbedingt. Ich kann Mittel beitragen. Ja, dann machen wir den. Also wenn ihr beitragt, die jetzt vorher dran sind, wäre das ganz gut. Ich trage auch Mittel bei, dann ist das in Ordnung. Der Zylon fängt an. Der hat keine Karten. Dann ist aber ich kann nur zugucken und das kritisch beurteilen. Ja, dann ist Erik dran. Also ich muss sagen, das ist das falsche Bild, was er da hat. Guckt mal, so sieht der Zylone aus. Vergleich das mal mit dem Bild. Ja, das ist anpassungsfähig. Erik ist fertig, oder? Also Erik, du hast Mittel gespielt, hast du gesagt. Ich habe Mittel. Dann spiele ich auch Mittel gespielt und bin fertig. Nils wird auch noch Mittel spielen, ne? Ja, ich... Hast du gesagt? Also wenn zweimal Mittel ist, dann würde ich mich auch ganz raus. Ja, du hast halt vor allen Dingen, naja, du hast Karten, du musst abwerfen, wenn du jetzt nicht spielst, ne? Ja, bedenke das. Ich würde dann, eine muss ich reinspielen, aber es wäre nicht viel, dann, also. Ja, aber spielst du jetzt Mittel oder nicht? Weil du sagtest es vorhin gerade, dass du eventuell Mittel spielen könntest. Die Karte ist halt einfach zu geil, dass ich sie da reinwerfen würde. Ja gut, dann spiele ich jetzt Mittel. Fabian, möchtest du? Nichts. Dann noch Nils als letztes. Was passiert eigentlich gleich mit meiner Loyalitätskarte? Kriegt dann einer eine extra? Du kannst sie dir anschauen und dann jemanden weitergeben. Ach, das geht dann immer noch? Sehr schön. Ja. Also ich kann mir dann Verbündeten suchen quasi. Für dich? Ja, wenn du die zweite ziehen solltest, ja. Die ich ziehe, ist auf jeden Fall ein Zylone, könnt ihr davon ausgehen. Kannst du ja bald ergeben. So. Alles gelegt? Der kann ja versammeln. Fertig? Ja. Gut, dann mische ich. Aber das heißt für euch, ja, ihr solltet vielleicht gucken, wie der Galaktiker so ein bisschen gleichmäßig runterschrottet, weil ihr wisst ja nicht, ob ihr es kaputt machen müsst. Falls jemand gewinnen möchte. Oh. 10. Nice. 14. Aber die Karte ist tatsächlich eher eine 19. gute Karte für die Menschen, oder? Damit kann man ja die Zylonen hart sabotieren. In dem Falle jetzt ist, ja. Also jetzt ist nicht mehr gut, den zweites Mal auszuspielen, aber beim ersten Mal war die richtig hardcore gut gegen die Zylonen. Ja, eben. Ja. Die sollte man echt auf die Hand behalten, glaube ich, für solche Fälle, wo, ne? Sonst die Flotte zu groß ist. Ist halt selten der Fall, dass das Brett komplett leer ist, aber jetzt wie vorhin nach dem Sprung hat es das gut gepasst. Ja, also nach jedem Sprung wird das passieren. Also das wird regelmäßig nochmal kommen, glaube ich. Okay, also gut, wir haben 19. Wir haben sehr viel gelegt. Halt. Weißt du, deswegen ist das nicht. Nein, aber da kann auch schwieriger vorwärts gehen oder langsamer halt, wenn da schon Raider auf dem Feld sind. Ja, aber das Problem ist jetzt halt jetzt, normalerweise kommt der kurz, dann halten wir kurz und sind weg. Jetzt kommt er erst, also sobald wir gesprungen sind, das nächste Mal kommt er halt dann. Weißt naja, du, was ich meine? Ja, das stimmt schon, ja. Aber es wäre jetzt nichts. Also auf jeden Fall kommen jetzt die zwei Raider da vorne hin. Kommt. Und wir haben den viel zu hoch geschafft. Der eine Raider heißt Scar. Und wenn ich einen Stift hätte, würde ich ihn anmalen. Mhm. Gibt's leider nur, wenn man ohne dieses Zylonenbrett spielt. Also ohne die Zylonenflotte, dann kann man den nur verwenden. Bringen wir jetzt nicht in der nächsten Runde? Oder jetzt? Ich kann noch bei einem gucken. Aktivieren wir die Raider noch? Warte mal, die Raider müssen aktiviert werden. Spiele, der muss aber gucken. Und die Raider hier unten fahren, ne? Realitätskarte. Genau, ne, die vorne auch, die bei 8. Die auch noch, wo die gerade gespawnt sind? Ja, die werden ja vorher, die wird ja erst abgearbeitet. Okay. Sehr schön. Oben der Jumpmarker. Und genau, dann kann sich Nils eine anschauen. Wo soll ich denn gucken? Beim Admiral oder beim Präsidenten? Was sagt er? Ich war skeptisch durch, was Erik gemacht hat. Aber das kann halt auch... Was meinst du jetzt genau? Welche Aktion bei ihm? Ich bin bei Erik und Virdo so skeptisch wegen der einen blauen Karte ganz am Anfang, die falsch war. Ja. Mhm. Das war auf jeden Fall... Aber danach ist jetzt wenig passiert, oder? Zumindest ja, wenn es mir gegangen wäre, ich Bierdose halt abgeknallt, ne? Also ich bin dabei euch. Oh, er hat halt den Zylonen-Kollegen getötet dann, ne? Also. Und deswegen war ich nicht auch um ihn nicht verdächtig zu machen. Also Erik hat aus meiner Sicht nicht perfekt gespielt. Das kann natürlich halt, also, das ist halt meine Ansicht, ja. Ich glaube, da sind wir halt unterschiedlicher Meinung gewesen. Ja, also wenn du jetzt sagst, Admiral oder Präsident, dann bin ich auch für den Präsidenten natürlich aus eigener Sicht.
Und ich würde sagen, durch die 3er Entfernung, die ich gemacht habe, war das jetzt auch nicht so schlecht, die hinzulegen. Also ich persönlich bin für meinen Ingenieurskollegen, den würde ich mal gucken, weil irgendwie der ist mir zu sehr gegen Erik gegangen und der dümpelt halt da so ein bisschen mehr rum. Ja, also ich hab halt gesagt, dass ich skeptisch zu ihm bin, aber ich habe jetzt keine Aktion gemacht, die Erik irgendwie geschadet haben. Ich habe mich nicht von meinem Gameplay beeinflussen lassen und Sachen gemacht, die jetzt Erik schaden würden. Das müsst ihr schon so sehen, oder? Ich gucke eine Karte vom Präsidenten an. Random oder eher? Ne? Random, ja. Eine zufällige, ja. Dann ziehe ich. Nee, ich kann leg die am besten beide verdeckt. Sind die verdeckt? So. Was ist da hier noch weiter? Ja, die ist verdeckt auf jeden Fall. Okay, kannst du sich eine rausziehen. Okay. Wie sagt, dass er kein Zylon ist? Ja, zwei Karten. Das ist bei zwei Karten natürlich jetzt für alle anderen schwierig. Aber, ja. Moment, Balter hat sich jetzt die Karten von jemand angeguckt. Nein, ich habe seine. Andersrum. Also eine davon. Du hast der eine von Balter seinen Karten angeguckt. Richtig. Ja. Und du sagst, er wäre kein Zylon. Die ist erst kein Zylon, ja. Ist er denn Final Five vielleicht? Nee, das hätte aufgedeckt werden müssen. Muss dann sofort befolgt werden, wenn sich die angeschaut wird. Das darfst du nicht sagen. Du darfst keine Details zu den... Richtig. Aber wenn, also bei Final Five muss es aufgedeckt werden oder befolgt werden. Aber das ist persönliche Fakt. Ziele und so darfst du alles gar richtig, nicht sagen. Richtig. Das nicht. Wer ist dran? Du. Yes. Ja. Doch. So, ja, ich ziehe noch nur eine Super Crisis-Karte. Okay, dann ist eine Runde wieder vorbei. Ja, er hat noch keine gute gehabt bisher, wenn er dort freiwillig stehen bleibt. Du kannst sie ja, glaube ich, nur hier ziehen, dann nie wieder im Spiel, oder? Und ja. Dann kann die am Anfang ein bisschen stapeln. Richtig, kann ja stapeln. Du kannst dann halt 4-5 stapeln und dann jede Runde eine Super-Crisis-Karte spielen. Das ist richtig, ja. Aber verlittert in der Zeit andere Aktionen, die ja... Ja gut, es gibt gar nicht mehr viel zu machen. Vorbereiten. Ich glaube auch. Diesmal wirklich. Nee, oder warte mal, geht das bei Super-Krisen? Ja, da kannst du das machen. Das sind ja normale. Na, kannst du aber eins von beiden kannst du auch nicht. Charakter- oder Fähigkeitskarten. Ich glaube, Charakterkarten gehen dann nicht, ne? Also sowas also wie vielleicht, deine vielleicht Fähigkeit zum Beispiel. Vielleicht mache ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt, aber ich spiele diese Karte. Aber es ist jetzt doch keine Nuke da. Hä? Hä? Doch. Ja, warte mal. Ja, aber wie soll ich die denn? Es gibt ja keinen Bester. Wie soll ich das machen? Gibt ja keinen Bester. Also hättest du dich warten können, bis der Base aufgefüllt ist? Ja, ich hab nur lange genug gelesen. Also dann ist sie jetzt einfach so tot. Mehr, ja. Dann ist sie jetzt einfach so weg. Cool, fand ich nicht so unterstützend. Alter. Ich hab den nicht richtig gelesen, sorry. Also Erik und seine Nukes, das passt nicht so. Lesen. Ja, gut. Wofür ist die Karte gut? Ist das eine persönliche Mission gewesen, oder was? Das Nein, das ist... Also das war eine richtige Meuterei. Er hat einfach... Ja, leeres... aber richtig. Also er hat ein paar Sterne gesehen und mal geschossen. Er hat es schön unsere zweite Nuke entsorgt, ohne persönlichen Reward. Tut mir leid, ich habe die nicht richtig gelesen. Also ihr seid mit dem alten Admiral, wird ja zufriedener gewesen, glaube ich. Nein, ja, da kann ich ja nichts dafür jetzt. Ja, das ist halt... Wenn... Du hast einen Schlüssel rumliegen, das Raketen, ne? Also ich sag mal so, das passt ja thematisch zur Serie, dass der Balter einfach den Nuke verschenkt bzw. zerstört, aber ja. Ja, der Serie hat die ein bisschen Schaden angerichtet. Ja, aber ja, dann lieber keinen Schaden als den Schaden, den die da angerichtet also, hat. Also ich spiele das ja nach Story, ne? Ja, ich glaube schon. Jetzt können wir auch gar keine Atombomben mehr nachbauen, weil die alle removed sind. Also ich würde sagen, nach der Aktion würde ich gerne den Check scheitern lassen. Ja. So, also ihr habt schon verstanden, warum ich skeptisch von Erik war. Irgendwie ja, hat also die Aktion jetzt... noch unterstrichen. Ja. Also ich glaube, also würdet ihr die Karte nicht lesen? Ich weiß es halt nicht. Ich hab den einfach falsch gelesen. Ich hab einfach nur gelesen Launcher Nuke und ich hab nicht den Baster gelesen. Ja, aber du musst einen Satz lesen halt. Ja, also ich weiß halt nicht. Ich hab den gelesen, hat das aber falsche Erinnerung gehabt. Also in der Schule wurde einem doch immer gesagt, dass man alles erstmal lesen soll. Ich kann nur den Satz mit der Frage antworten. Den kann er ja direkt in die Brick. Also ich würde auch sagen, also die Chance ist halt da. Nicht, ist es halt jetzt für mich 50-50, ob ich dir das glauben soll, ja? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ja, ich beschuldige dich jetzt mal nicht und wir lassen das Thema durchgehen, aber es macht mich halt schon skeptisch, das musst du schon verstehen, ja? Ah ja, es ist abends, ich habe das Ding nicht mal richtig gelesen.
Ja, aber das also ist auch, für mich auch halt ein keine Genie Ausrede. Ist mal müde. Ich kann halt auch die, oh, ich habe jetzt außersehen hier, wir haben jetzt 3 Moral verloren, ich habe die Karte nicht richtig gelesen. Ja. Also ich finde auch, mir leid. So ein kleiner roter Knopf. Sicher unschuldig. Also es gibt halt irgendwie so eine gewisse Grenze halt. Ja, das war schon jetzt halt auf jeden Fall nicht förderlich. Halt nicht mal weiß, ob das halt jemand lügt oder ehrlich sagt, ja. Ja gut, er kann das ja alles behaupten. Das ist ja ein gutes Recht, ob das stimmt oder nicht, aber... Ja, ich glaube es jetzt mal und ich würde jetzt weiter so spielen, ob ich es glaube, aber ich bin halt skeptisch, Erik, ja? Gut, bei dem Skillcheck kann ich nichts beitragen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ihr wollt es nicht, auch nicht. Ich auch nicht. Der Luke hätte lieber eine Runde später gemacht, Nils, glaube ich. Was? Nee, Erik war das. Der Luke hätte lieber die Runde danach gemacht. Erik hat das doch gemacht, nicht Nils. Ach, Erik war das, okay. Also wenn da jetzt ein Baster wäre und du hättest auf den Baster die Nuke gefeuert. Dann wäre das noch einigermaßen okay. Egal, ja. Wir haben jetzt halt den Baster zerstört. Ja, das ja eben, halt... jetzt haben wir einfach die Nuke geopfert für nichts. Dann hättest du noch die grüne Karte haben können oder so, dann wäre das noch lustig gewesen, ja. Ja gut, das mit der grünen Karte, das, ja. Es geht das wäre doch auf cool meine gewesen Seite. Dann sogar halt. Ja, das stimmt. Ja gut, ich glaube, der Check wird nicht bestanden, wenn wir alle nichts beitragen. Erik, wie sieht es bei dir aus? Naja, ich werde was reinlegen, ich habe keine Lust auf Brick. Dann muss ich den vermutlich aber alleine machen. So wie es bisher klingt. So. Echt schwer nach Misstrauen dir gegenüber aus. Ich brauche unabhängig davon nichts. Ich würde mein Team sagen, ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass Erik halt zu tun ist. Ja, ich kann aber trotzdem nicht. Oder aber machen. Ja, man sieht ja deutlich in der Aktion, wer Karten dafür opfern will. Und Erik, ich weiß, verlierst du deinen Präsidententitel ja nicht? Nee, den Behälter. Ich hoffe, du hast die richtigen Quorumskarten. Ich sag mal, im Zweifel ihn da draus zu holen ist auch leichter, weil du 3 Punkte weniger brauchst, aber... Erik, schau mal, wenn du es dir nicht sicher bist, dass du es schaffst, würde ich dir halt eher anbieten, dass wir dich aus dem Gefängnis holen. Ja, das ist preiswerter. Da opferst, ich schaffe das. Wieso glaubst du... Der Skillcheck, dich rauszuholen, ist halt einfacher als... Sicher? Nee, du brauchst halt nur 7 Punkte. Die Farben sind fast identisch, außer grün halt, das nicht. Ja, aber ich kann dann nicht mal richtig beilegen, ne? Also ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Also die interessante Idee wäre, wir lassen nicht einfach eine Runde im Gefängnis. Wir gucken, was passiert. Und dann ziehst du keine Krisenkarte und dann holen wir dich danach mit Executive Order raus in eine Runde. Ich hätte da auch eine Idee. Ihr verarscht denn jetzt einfach 3-4 Runden, dass ihr rausholen wollt und ups, ist immer noch im Knast. Ja, das ist nämlich auch meine Befürchtung. Nee, ich mach den Check. Naja, gut, du kannst ja am Ende legen, also, du bist ja eher als Letzter dran, von daher kannst du das frei entscheiden. Wenn du es halt nicht schaffst, dann kann es halt ein bisschen dauern, bis wir dich rausholen, ja, wenn du es jetzt... Ja, wenn du deine ganze Zeit... Karten sammeln und so, also Mission machen und solche Sachen. Also, aber wenn du es halt sparst und dann holen wir dich raus. Aber wenn du sagst, du kannst es 100%ig schaffen, dann verstehe ich, dass du es so machen möchtest. Na dann, Bierdose, was möchtest du was legen? Ich leg gar nichts. Ich leg auch nichts. Ich leg auch nichts. Nils? Nee, ich bin raus. Oh, seid ihr alle Verräter? Pylon? Ich war einer. Legst du was? Eine Karte, ne? Nicht mal eine kleine Karte. Also du bist der Einzige, der legt. Du hast jetzt in deiner eigenen Hand möglicherweise. Halt raus, ne? Ich könnte ja noch ein paar Tretschery reinlegen für dich. Nein, ich glaube nicht, dass es Erik ist, aber es ist halt... Ich glaube nicht, dass wir uns halt verunsichern lassen sollten. Wisst ihr, wie ich meine? Dann werfe ich noch eine U, wenn du das machst. Ich habe keine mehr, zum Glück. Ich habe die alle gesperrt im Waffenschrank. Wenn ich eine bekomme, dann bekommst du den Schlüssel nicht. Ja, dann kenne ich den noch alle. Warte. Dann werfe ich die doch nochmal. Stand da nicht Remove the Tokens from the Game auf der Karte? Ja, die kommt ja immer raus bei der Nuke. Aber es gibt ja Karten, wo die wieder reinkommen, zufällig. Also, sind halt selten, aber kann passieren. Auch von außerhalb des Spiels. Wir haben noch 16 Karten, also. Also, hier ist die letzte, sie müsste schon drin sein. Okay, kann ich auszählen. Okay. Ja. Du hast 4 Karten gespielt. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben. Ein Skillcheck, der auf jeden Fall dann gemacht werden muss. 1, 6. So, wir sind momentan bei 8. Wir sind bei 8 und wir haben noch einen Skillcheck zu befolgen. Ne, 2-mal sogar. Erik, welcher soll zuerst gemacht werden? Das ist durchaus ein Unterschied. Ja.
den zuerst. Okay. Dann kommen jetzt die beiden dazu. Ja, die haben, glaube ich, nicht so wirklich geholfen. Dann sind wir jetzt noch bei 5. Und haben noch die beiden zu machen. Also das hat auf jeden Fall nicht geschafft. Der coole Player muss immer ansagen, was gemacht wird. Eben. Halt. Also ihr müsst euch da ein bisschen ranhalten, weil sonst ist es immer so wird, wenn der Auszähler das machen muss. Erik, du musst jetzt halt sagen, was gemacht wird, du sagst am besten einfach laut an halt. Ja gut, das hatten wir ja schon gemacht, dann das. Ja, ein Zivilschiff hinten. Hin. Und dann das. Okay, dann mache ich jetzt ein neues Destiny-Deck mit 4 Treasury-Karten, weil das ja eh gerade alle war. Weißt du, diese Verräter hier haben mir nicht mal eine kleine Karte gegeben, ne? Ja, wir hatten halt keine. Weißt du, wir haben die. Natürlich hättet ihr eine. Nein, jetzt Entschuldigung. Die nicht, doch... wir waren. Ich glaube euch nicht. Also, Erik, du erinnerst dich an die Runde, wo sich die Menschen gegenseitig zerfleischt haben. Ich glaube, wir haben schon sehr viel durchgehen lassen bei dir, ja? Ich glaube, wir waren sehr freundlich und wir holen dich auch wieder raus, ne? Das ist kein Problem. Also jeder Spieler hat diese Farben, ganz nebenbei. Also habt ihr nicht, ist ein bisschen geflunkert, oder? Ja, jeder Spieler hat diese Farben, die gefragt waren, jeder. Es ist geflunkert, ist richtig, ja. Ja. Ich hab nichts beigetragen, ich wollte nicht. Das merke ich. Jeder hätte ihnen helfen können, aber keiner wollte. Sie wollten alle im Brick sehen, damit sie ihm später helfen. Ich habe die Wahrheit gesagt, Erik. Ich kann es dir auch beweisen. Kannst du auch ich könnte es auch beweisen, dass ich nichts hatte, nichts spielen konnte. Ja. Wie wollt ihr das denn alle beweisen? Naja, ich sage, ich könnte, wenn ich durfte, aber es ändert ja nichts daraus. Ach so. Du darfst ja nicht. Verstehe. Ich garantiere dir, ich bin kein Zylone, kannst du mir glauben. Ja, genau. Erik, du weißt ja, dass wir vorhin mal alle eine Treasury-Karte gezogen haben und richtig. Die andere Karte ist die ich beschützen wollte. Und die ich beschützen wollte, die wirst du dann sehen nächste Runde. So, okay. Klingt für mich mehr nach einer Drohung als nach der Erklärung. Ja, das ist lustigerweise ist das sogar nicht, könnte das sogar lustig werden, also nicht gut werden für dich. Oder dann lass mal die Raider noch aktivieren, jetzt. Die Raider, ja, dann kann ich erstmal die Viper da ab, ne? Ja, du kannst versuchen zumindest. Was brauche ich da? Das ist auf jeden Fall ein Treffer. Warum ist das Zivilschiff denn jetzt überhaupt hier? Ja? Hä? War das nicht Place Zivilschiff behind? Ja, hinten, ja, hinten. Das ist überhaupt was? Ach so. Wurde das neue schon gesetzt überhaupt? Wurde das neue schon gesetzt oder ist es noch aus H2 übrig von, was die ganze Zeit schon hier steht? Woher ist das da gekommen überhaupt? Das hatte ich da platziert. Mit dem Ding. Ja, aber nee, auf der Karte stand dran, dass es hinten an muss. Jetzt gerade im Skillcheck. Also hier im Skillcheck, place one Civilian Ship behind Galactica. Ja, war das wurde das gemacht? Der ist mit dem Pursuit-Tracker gekommen, den hatte ich da hingestellt. Ja, das ist ein anderes, genau, die wurde noch nicht platziert. Okay, oder? Dann mache ich das mal, dann ziehe ich da noch eins hinten in die 1 rein. So, aber wer macht die Civilian Schiffe? Machst du jetzt? Wer macht die Civilian Schiffe denn? Keiner so richtig. Bisher. Ich der Kack platziert die. Ja gut, dann musst du das auch machen, siehst du mal. Ich spiele die Karte. Mach dir den einen, wie ich mal angegriffen wurde, mal neu zu würfeln. Ja, das untere wird ignoriert mit dem Abziehen, also neu würfeln, nicht, aber ja? Du musst neu würfeln, ja. Ach. So, das einmal daneben. Genau. Jetzt hast du noch einen zweiten Wurf für den zweiten. Ja, ja. Guck mal gerade ab. Also sehr gut. Beide daneben. Und dann fliegen die näher ran. Ja. Okay, dann ist die Karte abgearbeitet. Die Viper flieht. Dann ist Bierdose dran. Okay. Da kannst du jetzt den Juke drauf werfen. Ah, ja, wenn ich noch eine hätte. Und selbst dann würde es nicht viel bringen, weil dann wäre das Zivilschiff und die Viper auch mit weg bei einer 8. Ist für mega. Egal. Oder die Pegasus schießen lassen, die macht alles tot. Ja. Bisschen Verlust ist immer. Können wir die Pegasus nicht einfach in die Schiffe reinfahren lassen, wie aus Star Wars oder so? Oder irgend so ein Kamikaze da mit Lichtgeschwindigkeit durchjagen? Wenn bei der Pegasus einfach eine 7 bis 8 würfeln. Oder ich wäre aktiviert, dann kann ich Waffensteuerung zweimal normal schießen.
dort, wo ich gerade stehe. Das wäre auch eine Option, möglicherweise. Ja, also wir könnten auch auf unserem Piloten Executive Order spielen, glaube ich. Das wäre noch besser sogar, möglicherweise. Ja. Weil der könnte einfach dann hinfliegen, seine Kackfähigkeit benutzen, Schiff evakuieren. Er könnte auch theoretisch vielleicht hat er sogar die Karte mit vier angreifen. Also er könnte auch beide Schiffe evakuieren, wenn er keine guten Angreifskarten hat, ja. Ja, aber das geht ja nicht, er muss sich zwischendurch bewegen, oder? Nee, er kann ja also er hat ja zwei Aktionen. Evakuiert das hier, dann evakuiert er das und dann hat er sogar noch eine Aktion frei, wenn er irgendeine Karte ausspielen möchte. Genau. Ja, stimmt. Ja, ja. Also eigentlich wäre das eine sehr gute Sache. Klingt plausibel, ja. Er könnte mindestens zwei Schiffe evakuieren und hat sogar noch eine Aktion frei. Ja. Das wäre, glaube ich, extrem effizient. Das, ja. Genau so, aber... Klingt nach einem guten Plan. Die Frage ist, was ich mit Bewegung mache. Bist du sicher, damit du alleine reparieren kannst da drüben? Kriegst du das hin? Nee, zum Glück gerade wieder. Also muss halt, wenn ich die Karten ziehe, dann habe ich das, wenn ich zweimal dran mache, kostenlos gemacht. Ich würde wenn du sie auch ziehst. Ja, ich muss halt Repair-Karten ziehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Aber es sollte nicht so krass sein, weil ich glaube, über die Hälfte der Karten sind Repair-Karten. Okay. Ja, ich würde mir das noch überlassen, solange das noch keine kritischen Ausmaße erreicht. Und da wir nur einen Baster haben, gehe ich nicht davon aus, dass es kritische Ausmaße erreicht. Ich glaube nicht, dass du rüberkommen musst. Ich sehe eher, also wenn wir noch Mission machen, sehe ich die Captain's Cabin als interessant. Ja, aber die bringt uns so nichts, oder? Haben wir doch gesagt, oder? Ja gut, ich kann ja auch, jemand kann eine Executive Order auf dich spielen und dann sagst du, ja, wir ziehen zweimal gelbe es Karten. Es gibt ja auch welche, die brauchen ja auch blaue, zum Beispiel die Strategie nochmal. Ach nee, die zählt trotzdem nicht, aber... Aber das Kartenziehen ist immer cool, unabhängig davon. Müsste ich mir es ja vorher ansehen und dann müsste ich sagen, was der Farbe ist. Ja, man kann ja auch gelb und grün ziehen oder so, das ist ja nie verkehrt, auch für Skillchecks, wenn man die Karten halt hat. Ja, oder wir ziehen Taktik und gelb oder sowas. Es ist ja auch Card War am Ende, ja? Richtig, Card War. Ich denke schon, dass das effizient sein könnte. Spiele ich Anweisung von oben auf unseren Piloten. Seid ihr eher für evakuieren oder zerstören? Zerstören, da muss ich gleich drüber nachdenken. Evakuieren. Also das Problem ist halt, es könnte halt passieren, dass du direkt zwei neue Schiffe platzieren musst. Ja? Ja, okay, und wenn die weg sind, dann sind sie halt, dann brauchst du das halt keine Probleme damit. Halt gut töten kannst, ich sehe halt deine Karten nicht. Das ist schwierig halt. Also ich würde auf jeden Fall das in der, wo du jetzt stehst, evakuieren in dem Feld, weil sonst, wenn der Pursuit Tracker noch rüberkommt, könnte das sein, dass das sonst ungeschützt dasteht. Okay. Das wäre schon nicht schlecht, wenn das mindestens wegkommt. Dann spiele ich die Action. Oh ne, warte. Musst du halt überlegen, ob du dich vorbewegen willst oder nicht. Und das hängt, glaube ich, auch davon ab, ob du noch was mit der anderen Aktion dann halt machen kannst, weißt du? Wenn du halt noch irgendwie zwei Karten ziehen kannst oder einen Scout spielen kannst oder sowas, dann wäre das vielleicht noch interessant, ja. Weil wenn du jetzt nochmal die Zielkarten scoutest, ja, das wäre... Würde ich unterstützen. Dann spiele ich meine Kackfähigkeit. Gut. Evakuierst das Schiff her? Evakuier das Schiff. Soll ich ziehen, oder? Geht. Gut. Und dann spiele ich als Action folgende Karte. Aber warum bist du jetzt rübergeflogen, Nils? Weil ich das sonst nicht hätte evakuieren können. Hä? Nee. Warte. Das verstehe ich nicht. Du kannst auch die Viper mit deiner Kackfähigkeit aktivieren, dann evakuierst du das Schiff. Na, aber er hat jetzt drei Aktionen frei auf die Viper. Er kann jetzt einmal schießen, rüberfliegen und evakuieren, theoretisch, oder? Das müsste ja jetzt funktionieren. Aber schau mal, wenn er da drüben stehen bleibt, mit seiner Viper die Kackfähigkeit macht, dann ist das Schiff da weg. Ja? Dann spielt er die evakuiert er das Schiff und danach spielt er die Karte aus. Dann sind beide Schiffe weg und die Viper hat geschossen. Das ist too much information. Ja, das wären dann zwei Aktionen mehr, wo die Helikon nicht mehr schießen. Es ist halt so, ja. Also was machst du jetzt? Du musst halt überlegen, ob du das zweimal schießt oder ob du das mit evakuieren willst, dann kannst du halt nur noch einmal schießen. Nein, die Dinger ab. Ich kann nur jetzt dreimal schießen mit der Viper, oder nicht? Yeah, ja, kannst du machen, ja. Dann aber unser Ziel war halt, dieses Schiff da zu evakuieren, weil jetzt hier noch Jäger kommen gleich, ja?
Ja, ich habe das falsch gemacht. Tut mir leid. Das sind alles gut. Ja, egal, dann schieß es dreimal. Ja, ja, als Pilot, das ist hart. Du fließt mit dem armen Nils hier. Erik, meine ich. Das ist zu much. Also, los. Mach los jetzt, genau. Der macht da schon alles richtig. Das ist ein Treffer. Einmal weg. Zweites weg. Ja, yeah, ja. Gut. Ja, ist also okay. Wenigstens als Kommandant machst du schon einen guten Job, das muss ich sagen. Ja, ich hab das nicht ganz so. Ich dachte, wahrscheinlich hätte man das noch irgendwie... Ja, mit der Kackfähigkeit und so, das ist... Also ja, musst du ja mal überlegen, wie du das timest. Das ist, glaube ich, auch nicht immer so einfach, da zur richtigen Zeit die richtige Aktion zu machen. Ja, als Pilot ist das wirklich kompliziert. Mit Starbuck, wenn du da noch eine Aktion mehr hast... Ich hätte den nicht evakuieren können, weil ich die Aktion für die Karte benutzen musste. Aber ich wäre dann halt da drüben gestanden. Wenn du stehst, dann hast du ja zwei Aktionen durch Executive Order. Und mit deiner Kackfähigkeit kannst du ja eine kostenlose Aktion mit der Viper machen. Ja, okay, scheiße, richtig. Ja. Ja, hast recht. Okay. Ich habe sie dann die Krisenkarten. Okay. Dafür hast du gut gewürfelt, das passt. Ja. Selbst ohne die Kackfähigkeit hättest du einfach da stehen bleiben können und zwei Aktionen machen. Ja, ich hätte ja mit dem. E4 Sprengstoff, okay. Schau, activate eine Unmanned Viper, die kann ja dann auch evakuieren, theoretisch halt. Ja, ja. Gut, würde ich jetzt nicht ganz so schlimm finden, wenn wir den nicht schaffen sollten, um Karten zu sparen. Ich meine, die Nahrung okay, aber Waffenkammer ist gerade keiner. Wie sieht's denn aus? Wer ist gerade dran? Bierdose, gell? Ja. Ich muss gerade abwerfen. Das ist halt die Frage, ja. Ich glaube, ich würde uns schaffen, ob wir Millionen machen wollen oder nicht. Ist halt ich schläge gut rein, weil ich muss sowieso abwerfen. Also ich schläge gut rein. Noch ihm helfen können, hätte er nicht abwerfen brauchen. Ja gut, ich muss ja abwerfen. Weil ich bin über 10 Grad. Ja, aber nach dem Skillcheck erst. Sonst leg doch nur so viel rein, dass du nicht abwerfen musst mehr und hoffe, dass es eventuell reicht. Ich meine, der negative Effekt, ich finde ihn jetzt nicht so schlimm. Ja, mach. Ja gut, aber wir können halt, wenn eh schon einer reinwirft, könnten wir den halt auch machen, weißt du? Ja, ja, aber gut. Trotzdem, Nahrung ist Nahrung, ne? Ich meine, das ist eine Ressource. Ich weiß nicht, ob der das so wegwerfen will. Ne, wenn ihr die Karten habt zum Beitragen, könnt ihr das gerne machen. Ich hab nichts dafür. Also ich hab leider auch nichts. Habt Erik und Nils, habt ihr ein bisschen was? Naja, ich kann nicht beitragen, weil ich im Knast sitze. Danke nochmal dafür. Eine Karte kannst du beitragen. Ja, aber die habe ich ja erstmal losgeworden, um mich im Knast zu landen, weil mir jemand helfen wollte. Ich sehe es halt eher, dass wir versuchen, wieder Karten zu sparen, um nach dem Sprung vielleicht gleich mal eine Mission zu machen. Ja, aber schau mal, wenn ihr eh schon gut reinlegt, Lukas, dann ja, natürlich. Wir es halt auch machen, dann haben wir so, dann. Ja, ja, aber wenn ihr alles sagt, ihr könnt, dann wollt nicht. Dann das ist halt wirklich günstig. Ich würde ihn entweder alleine machen oder mich gar nicht beteiligen. Ja, Bierdose muss halt eine Karte legen, da musst du halt irgendwie. Dann schmeiße ich wenig rein. Dann schmeiße ich wenig rein, wie wär's damit? Ja, dann hilft er dir noch wenig, dann sichert er das ab. Nee, ist das doch okay, oder? Es bringt nichts, wenn er was reinwirft. Warum bringt es nichts? Das wirst du denn sehen, wenn ich den alleine machen soll. Also ich lege auf jeden Fall nichts, ich bin als Erster dran. Na, ich muss auf jeden Fall reinlegen. Nein, die Frage ist, wir diskutieren noch. Ja. Also du legst rein. Also Bierdose, du kannst ja auch eine Karte wegmachen, ja? Das darfst du nicht vergessen. Ja, kann ich auch machen. Ja, wenn du es alleine kannst, okay. Das bin ich mal kurz 2 Minuten AFK, ich lege wie gesagt nichts, wenn es losgeht. Dann würde ich nämlich vorher eine Karte spielen, wenn ich den alleine wirklich machen soll. Ja. Machen alleine. Bin dafür. Soll ich das wirklich machen? Ich weiß halt nicht, wie gut deine Karte ist. Hier kannst du es auch alleine machen? Ich weiß es ja nicht. Also nicht sagen eigentlich. Ich würde das eher für den kritischen Herren Test aufheben als für den. Ja, ja. Bier, kannst du was machen? Also ich kann gut reinlegen, wie gesagt. Gut, ja, dann muss ich wahrscheinlich nicht raus. Nils, kannst du ihn so ein bisschen unterstützen? Nein, ein bisschen geht nicht. Okay. Ja, ganz bisschen kann ich machen, ja. Ich muss halt du wissen, Bier, ob das reicht mit, wenn du eine Touchy-Karte rausfiltern kannst oder eine von Medikus. Musst du wissen halt. Musst du sagen, ich kann es dir nicht sagen. Ja, du nimmst ja die Destiny-Cards nicht, ne? Ja, eine kannst du ja rausmachen.
Ja, ich weiß. Also, du kannst ja, also meine kannst Fähigkeit. Ja, so, ja, ja, ich weiß meine Fähigkeit. Du kannst ja mal kalkulieren, wenn du es minus 3 ist noch, dann brauchst du 10 vielleicht. Ja, wenn du jetzt sagst, du hast 8 oder 9 oder so, dann denke ich, ist das gut. Wenn er noch, wenn Nils wahrscheinlich noch so 1 bis 2 dazulegt und du 7 hast, dann sollte es vielleicht schon ganz gut sein. Wäre jetzt so meine Einschätzung an dich. Das ist. Also du musst es jetzt entscheiden, halt. Ja. Also ist in Ordnung, links legt nichts rein. Machen wir jetzt einfach. Ich lege auch nichts rein. Okay, dann machen wir den nicht. Nee, ist richtig. Wir machen den nicht? Wir machen den nicht. Wir machen den nicht? So wieder da. Hat sich was ergeben bei euch? Inzwischen? Ja, Bier hat leider nicht genug, deswegen machen wir den nicht. Wir machen den gar nicht, okay. Das heißt, seid ihr alle durch? Kann ich aufdecken schon, oder? Nee, wir sind jetzt gerade bei Nils. Okay. Ja, dann lege ich nichts rein, wenn wir den nicht machen. Medikus? Nee. Ja, Jungs, Erik? Nee. Bierdose? Nö. Gut, dann decke ich die beiden hier auf. Wir hätten 2 Support bekommen. Ja, das war es natürlich jetzt wird gelaufen, wie du sagst. Einmal blau, einmal lila. Ich weiß nicht, wie das reingeworfen wird. Negativ. Dann. Ja gut, 5 gehe ich mal schon davon aus, dass mit wenig von Nils und deinem Gut, das sind 5, glaube ich, schon erreichbar gewesen. Aber du ziehst, darfst noch... Ich meine Karte ab. Minus eine Nahrung, bitte. Darfst du noch eine Engineering-Karte ziehen? Nein, nur wenn der geschafft Nahrung? Ist. Nur wenn der geschafft ist. Achso, doch eine, ja stimmt, wenn er nicht geschafft ist, ja hast recht. Dann darfst du eine Engineering-Karte ziehen. Ah, nice. Dann muss er gleich wieder eine neue abwerfen, ne? Ja, vermutlich. Wo steht denn das im Schaltziel? Ach, war das die? Ach, war die drin, achso. Ja, ja, die lag drin. Ja, dann zieh ich wieder eine. Und dann ist der Abwerfen erst, oder wie? Ja, wenn jetzt du fertig bist, dann. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Nahrung hast du gemacht. Die Raider wurden die gemacht? Oder der eine, der noch da ist? Nee. Da darf, die Nahrung habe ich gemacht. Nahrung. Der Zilon darf würfeln. Der Raider greift an. Ach, Raider? Moment. Raider, ja. Dann schießt er auch wieder. Kann ich aussuchen, worauf der schießt? Nein, auf die ungesetzte zuerst. Aber okay. Abgeworfen. Die ist nicht beschädigt, ne? Bei 4? Nee. Sehr gut. Okay. Okay. Dann bin ich dran. Bin fertig. So, was steht denn jetzt an? Als erstes. Also bald kommt der Sprung, du könntest entweder die scouten. Ja, ja, das hatte ich glaube ich auch gedacht. Habe ich was Passendes gezogen dafür und werde das auch machen. Genau, ich scoute einmal. So, dann würfe ich mal. Ne, 4, das reicht. Genau, dann scoute ich die oberste Zielkarte. Ne, die nehmen wir nicht. Jupp, nächste Krise. Krise oder Chance, Begrifflichkeit. Je nachdem. Ich darf entscheiden. Wird nicht gesagt, boah, gibt es nicht... Was ist das für eine Entscheidung? Gibt es nicht eine Krise, ist eine dornige Chance oder sowas? Tja, die untere Sache ist ja schon Alter, ja, Bevölkerung ist normalerweise auch hart. Die haben bisher zwar nicht verloren, ja, aber ich glaube, das ist halt... Ja, Zivilschiffe an Zack. 3 Zivilschiffe. Und auch der Basisstand, ich meine, der wäre zwar dann weg, aber dann wäre er wieder auf dem Brettrieb. Nee, wir nehmen auf jeden Fall Lass Bevölkerung. Ja, ja. Okay, minus 2, ich mach. Ach so, ja, sorry, ja. Genau, mach das mal. Haben die Flotte gerettet. Die
Raider ziehen noch als erstes oder greifen nochmal an. Yes, das Treffer, oder? Ist beschädigt, ja. Die Viper ist beschädigt. Schon drei. Ja, dann ist das eben so. Und wir springen. Sprung mal, geht ein zweiter, wir springen. Das heißt, den hole ich jetzt auf mein Zweierfeld hier runter, ne? So, mal schauen, wo wir hinspringen. Auf jeden Fall gibt es gleich die nächsten Karten. Dann würde ich sagen, können wir mal eine kurze Pause machen. Oder ein paar Minuten, wenn wir die jetzt haben. Ja, soll ich noch davor austeilen? Dann ja, ich schalte mich gleich noch, wo wir hinspringen. Und dann... Wieso austeilen? Ist das nicht ab 6 erst oder sowas? Oder nee, bei 4. Bei 4, okay. Können wir mal kurz sagen, wer jetzt dran ist? Nicht, dass wir nachher wieder... Momentan bin ich dran. Aber ich bin gleich durch, dann wäre Fabian dran nach der Pause. Gut, weil es heute nur vorher festhalten, weil sonst geht das wieder schief. Ja, ich merke mir, dass ich dran bin. So, wir nehmen die. Hier ist ein Treibstoff. Admiral. Ja, ich darf entscheiden, ob ich das möchte, ne? Ja, wir versuchen es auf jeden Fall, würde ich sagen. 2 Viper. Wie haben wir denn Viper aktuell? 7 Stück, ja. Dann machen wir das auf jeden Fall. Möchte das jemand unterstützen? Möchten und können. Gut, dann würfel ich jetzt mal. 6. Oder hast du gar nicht? Nee, ich hab noch nicht. Was? Ja, dann nehme ich die 6. 2 Treibstoff plus. Also plus 1 Treibstoff. Wenn du den vorher noch nicht runtergemacht hast? Nö. Gut. Ja, dann war das doch sehr gut. Du hast noch die Loyalitätskarten nochmal gesagt? Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Viertelstunde oder so. Und Medigos kann dir erst noch weitergeben, würde ich sagen. Ne? Ja, er darf sich anschauen und dann weitergeben an jemanden. Normalerweise den Marodeur, normalerweise. Die muss, glaube ich, sogar gezogen werden. Wenn die jetzt nicht gezogen ist, dann wird... Warte mal, wie ist denn das dann? Da gibt es auf jeden Fall eine Regel, dass der gezogen werden muss. Eine Sonderregel. Also wenn jetzt jemand den Marodeur hat, dann muss er den halt... Dann bitte aufdecken, und wenn nicht, dann... Denn ein Marodeur... Ja, dieser Meuterer. Am besten muss Medikus erst seine Karte weitergeben, oder? Und dann die muss ja eh aufgedeckt werden, unabhängig davon. Ist eine Karte, die verteilt wurde? Du hast doch die in der Hand, deine Realitätskarte. Ja, ich habe meine Hand, aber ich frage mich, wo mir noch eine liegt. Das könnte eine Zylonenkarte sein. Ja, könnte. Ja, da gibt es eine Regel. Normalerweise kann es nur die Marodeur-Karte sein. Weil jemand muss jetzt die Marodeur-Karte aufdecken, wenn er sie hat. Richtig. Und außer du musst jetzt ja deine auch weitergeben halt. Also wenn jetzt keiner eine Marodeur-Karte hat, ich habe die noch nie mehr gesehen, dann ist die, dass sie hier liegt. Ja, oder dann du kannst sie auch auf der Hand haben, das heißt, du musst die jetzt weitergeben, deine Karte erst, oder? Du musst die auf jeden Fall weitergeben jetzt an einen Spieler und dann muss der die aufdecken, falls es die Meuterer-Karte ist. Jeder andere, der die haben sollte, muss die auch aufdecken. Und falls die keiner hat, wenn die wirklich verdeckt noch liegt, dann müssen wir da mal schauen, was dann mit passiert. Wer ist der mächtigste von euch? Meinst du, wir helfen dir jetzt dabei, deine Karte zu vergeben? Admiral ist Halo, oder? Wobei, du hast doch eben den Noob in die Galaxie geschleudert. Du brauchst sicher keine. Nein, das war nicht ich, das war Eric. Ich musste mich dem fügen. Ich hatte da keine Mitsprache. Ah ja, kann ich mal sagen. Was kann ich dafür, wenn da so ein rotes Licht blinkt? Ich würde sagen, ich gebe die Karte unserem Apollo hier. Viel Spaß damit. So. Dann schau dir mal an, dann ist jetzt die Frage, ob jemand jetzt die Karte hat. Wenn die wirklich keiner hat, dann müssen wir jetzt nachgucken, wer die dann bekommt. Ich hab sie nicht. Ich hab sie auch nicht. Es ist echt Zufall, dass sie da unten liegt. Aber ist die da? So, können wir nicht einfach umdrehen, um sicher zu gehen, dass es kein Missverständnis gibt? In den Regeln schauen, wie das jetzt genau ist. Da gibt es auf jeden Fall einen Punkt, dass die dann aufgedeckt wird, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht genau, wer die bekommt und wie das jetzt also ist. Also die Regel war jetzt super spezifisch, ich kenne die auch nicht. Ja, ich müsste diese finden irgendwo. Ich meine, das kann dann nur irgendwo im Heft drin stehen. Ich weiß, dass die existiert, aber die schon mal gespielt, die Karte? Ja, beim letzten Mal hatte ich die ja von Anfang an direkt. Da hatte ich die direkt von Anfang an. Da war das einfach. Ah, okay. Ich würde es da gar nicht mehr irgendwo stehen. Während ihr guckt, kann ich ja schon mal eine Pause machen. Ne? Wann sehen wir uns wieder? Warte mal. Ah, der aktive Spieler bestimmt einen Menschenspieler, der eine weitere Karte vom Loyalitätsstapel ziehen muss. Okay, aktiver Spieler bin ich. Also jetzt ist wirklich keiner. Also ist jeder sicher, dass er die nicht hat. Dann, wenn dir keiner hat, dann lass ich auf jeden Fall mal rumdrehen, ob die es auch wirklich ist, dass nicht einer gepennt hat. Ja. Naja, dann muss das ja eh gleich. Wenn ich jetzt einen bestimme, wird die eh automatisch aufgedeckt. Ja, so ich muss nur überlegen, ja so, wem ich die jetzt gebe. Sicher,
dass Lukas ja jetzt einen bestimmt, der die zieht halt. Und richtig, dann wird die eh aufgedeckt. Dann können wir nochmal halt, kann jeder nochmal überprüfen und so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oh, warte mal. Ich glaube, ich gebe sie, glaube ich, mal dem Präsidenten. Da hat er ein 4 Stück. Was für ein Verräter. So, also Erik, du darfst die Karte gerne nehmen und darfst die, falls wie erwartet, die weitere Karte ist danach aufdecken. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Mhm. Denn ich bin Meuterer. Das war zu erwarten. Dann und stimmt der Stapel wahrscheinlich schon mal. Ja, ja, krasser Zufall. Okay, das heißt, ja, eine Realitätskarte ist in dem Fall nicht, richtig? Das heißt, du verlierst deine Titel und ziehst eine Mutiny-Karte. Machen wir jetzt erst Pause und dann machen wir das weiter, okay? Würde ich sagen. Ja, wenn wir uns das merken, dass wir wollen, können wir es gerne machen. Wollen wir das vielleicht auch erst zu Ende machen, weil wir ja, sonst... Genau, das die Situation noch machen, ja. Und dann kann Fabian direkt nach der Pause anfangen mit allen... Also, ich verliere jetzt meine Titel. Ja, wer ist der Nächste in der Amtsfolge? Lee Apollo müsste der Nächste sein. Also der Typ, der gerade die vom Karte vom Verräter bekommen hat. Genau, der wird das Präsident und ist keck gleichzeitig noch. Das ist schon mal nicht gut. Also ich habe so ein kleines Rendezvous, muss ich sagen. Also Lukas, ich muss deine Entscheidung leicht. Ich weiß halt nicht, ob das nicht war das. Ja, ich sag mal so, es ist zumindest der Präsident, der sich vorhin etwas komisch verhalten hat, ist jetzt erstmal kein Präsident mehr. Deswegen fand ich die Entscheidung schon nicht ganz so strategisch. Also, weil ihr anderen, dann habe ich euch mehr vertraut als die Präsidenten vorher. Ich habe über die Folgen nachgedacht, oder? Also, ja, gut, das kann man ja wieder ändern. Also, man kann das ja wieder abwählen. Der ist ja dadurch zum Nachdenken, da so ein Ballern. Ich behaupte mal, jetzt ohne Vorurteile, dass Bierdose momentan der nutzloseste Player sein wird. Was? Der nutzloseste? Wieso das? Weil du keine relevanten Sachen mehr hast, die du machen musst. Ja, guck mal, kann ich zum Beispiel... Jetzt lass doch erstmal Pause machen. Warte mal, eine Karte musst du noch ziehen jetzt hier. Nils, du musst noch die Mutiny-Karte ziehen. Und dann sind wir durch. Nee, ich nicht. Der Erik muss die Mutiny-Karte ziehen. Ach ja, ja. Also ich muss schon wieder eine ziehen. Boah. Du musst jetzt dauerhaft ziehen. Ja, ja, aber du darfst jetzt auch 2 haben. So, jetzt können wir Pause machen, würde ich denken. Gut, bis gleich. Okay. Also Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, was, genau, ist in der Dreh. 20 nach, treffen wir uns spätestens. Genau, bis dann. Bis dann, ja. Okay, bis dann. Tschüss.